Es hat vor 2 Jahren oder im Dezember 2015 genau genommen, hat es die erste direkte Kommunikation oder die erste Ankündigung gegeben von Barack Obama und Raúl Castro, dass Verhandlungen aufgenommen werden, dass das Verhältnis normalisiert werden soll. Und im März diesen Jahres war Barack Obama dann in Havanna und hat vielen Kubanern die Hand gereicht und hat letztendlich Anstalten gemacht, die Geschichte ruhen zu lassen und einen Neuanfang zu initiieren. Das ist sicherlich nicht einfach, nachdem was in den letzten gut 50 Jahren zwischen Havanna und Washington passiert ist. Aber es wird sich getroffen, es wird verhandelt, es wird gesprochen, und das ist deutlich besser als das, was halt zwischendurch in den Jahren des Kalten Krieges zwischen Washington und Havanna passiert ist. Nun gab es in den letzten Tagen die Meldung, dass zum Beispiel der Flughafen der Hauptstadt, also in Havanna, privatisiert wird. Ein französischer Konzern soll der neue Betreiber sein. Das ist ja eines dieser Anzeichen für eine Veränderung, für auch eine Privatisierung. Wie sieht denn der Wandel ganz konkret vor Ort aus? Ich bin mir nicht sicher, dass der Flughafen privatisiert wird. Ich bin der Meinung, dass es ein Managementvertrag ist und dass es einen Ausbauvertrag geben wird, weil der Flughafen zu klein ist, um den Ansturm von Touristen, den es in den letzten Monaten gegeben hat, zu bewältigen. Der muss größer werden und der muss besser halt funktionieren. Ich glaube nicht, dass es eine komplette Privatisierung sein wird. Es ist ein französisches Unternehmen, was den Airport managen soll und ihn besser und vor allen Dingen auch erweitern soll. Hintergrund ist, dass die Touristenzahlen zunehmen. Für dieses Jahr werden mit ungefähr 4 Millionen gerechnet. Für die Zukunft ist relativ klar, dass die US-Amerikaner mehr und mehr Kuba neu entdecken werden. Letztes Jahr waren ungefähr 90.000 US-Amerikaner da. Für dieses Jahr gibt es Prognosen, die bis zu 800.000 rechnen. Das muss bewältigt werden. Es gibt Engpässe, es gibt teilweise auch Engpässe im Bereich der Betten, sodass die kubanische Regierung auch private Menschen aufgerufen hat, letztendlich Zimmer frei zu machen und die zu vermieten und auch Anreize geschaffen hat, um diesen Ansturm, den es in den letzten, ungefähr 12 Monaten von Touristen aus aller Welt nach Kuba gegeben hat, zu bewältigen. Das hat teilweise ganz gut funktioniert, aber es gibt natürlich doch durchaus Engpässe im Bereich der Infrastruktur, und dazu gehört eben auch der Airport, aber auch staatliche Hotelinfrastruktur, Straßensystem. Es muss im großen Maßstab investiert werden, und das ist ein Indiz, dass die kubanische Regierung letztendlich begriffen hat, dass es gilt, die Nadelöhre, um letztendlich Menschen nach Havanna zu bringen, dass die erweitert werden müssen. Das gilt für mehrere internationale Flughäfen, nicht nur von denen von Havanna, aber auch von denen von Varadero, eventuell auch von denen von Santiago de Cuba. Nun gibt es, und das ist auch die Meldung, die man hier auch vernimmt, aufgrund der Beziehung zu Venezuela und der dortigen sehr schlechten Wirtschaftslage, auch eine Verschlechterung der ökonomischen Situation in Kuba. Wie sehen denn die wirtschaftlichen Schwierigkeiten konkret aus, die es, wenn es sie gibt, in Kuba gibt? Kuba ist mittlerweile davon betroffen, dass weniger Erdöl zu Sonderkonditionen und in einem Austausch Erdöl für medizinisches Fachpersonal nach Havanna kommt. Die Rede ist von einer Absenkung von ungefähr 40%. Das hat Raúl Castro vor einigen Wochen gesagt und zugegeben. Kuba hat eine tägliche Menge zwischen 90 und 110.000 Barrel über Jahre seit 1999 genau genommen von Venezuela. Nee, nicht seit 1999, aber so ungefähr 10 Jahre von Venezuela bekommen. Das auch ausgesprochen zuverlässig. Und aufgrund der ökonomischen Talfahrt in Venezuela ist das kaum mehr möglich. Deswegen sind nicht nur die Lieferungen nach Kuba, sondern auch in andere Länder gedrosselt worden, die zu Sonderkonditionen erfolgten. Und in Kuba macht sie das bemerkbar mit der Aufforderung, weniger Energie zu verbrauchen, die Klimaanlagen, wenn irgend möglich, nicht anzuschalten. Und es hat auch in einzelnen Stadtteilen Stromabschaltung gegeben.
wir haben jetzt Juli, August, das sind die heißesten Monate. Der September wird dann etwas weniger heiß sein, aber die Kubaner leiden darunter und es gibt auch mittlerweile Kaffeehausketten, die erst die Klimaanlage gegen Abend anstellen. Das ist für das Personal eine harte Realität, aber auch für die Gäste. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn man diese ökonomischen Engpässe sieht, was für eine Perspektive Kuba denn derzeit hat. Kuba ja ein Ort, eine Insel, die für viele ein Ort mit viel Hoffnung verbunden in den letzten Jahrzehnten auch war. Also für diejenigen, die eine Idee einer alternativen Gesellschaftsform hatten zu Kapitalismus, auch zu Formen der Demokratie. Welche Perspektiven hat denn Kuba aktuell mit in Verbindung mit solchen Ideen? Die große Herausforderung, das ist seit mehr als 20 Jahren so, letztendlich seit Mitte der 90er oder Anfang der 90er Jahre, als der sozialistische Wirtschaftsblock letztendlich langsam aber sicher sich auflöste, der RGW oder der Comecon, wie man ihn auch immer nennen möchte, dass Kuba das eigene Wirtschaftsmodell letztendlich neu definieren und mit Leben füllen muss. Und das hat Kuba versucht mehrfach zu machen und verbal hat man sich beispielsweise Mitte der 90er, aber auch jetzt 2011, als die Lineamientos, also das Reformprogramm der Kommunistischen Partei Kubas, definiert wurde, hat man sich beispielsweise darauf verständigt, dass der Genossenschaftssektor auf- und ausgebaut werden soll. Trotzdem ist bis heute der Genossenschaftssektor nur rudimentär vorhanden. Man hat sehr lange gebraucht, um das entsprechende Genossenschaftsgesetz zu formulieren und zu definieren. Trotzdem ist es bis dato halt immer noch nicht in die Realität richtig überführt worden. Es gibt bisher kaum Genossenschaften, die neu gegründet worden sind. Es gibt einige wenige, die funktionieren. Beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr von Havanna gibt es den Rotero, der sehr gut funktioniert, allen Berichten zufolge. Es gibt aber auch eine schmerzhafte Empfindung, eine schmerzhafte Entwicklung oder gab es Mitte der 90er, als die landwirtschaftlichen Kooperativen in Genossenschaften umdekliniert wurden und diese Umdeklinierung, die hat eben nicht funktioniert. Und genau das ist immer ein großes Risiko, wenn man letztendlich ein neues Etikett auf was Altes rausklebt, was nicht funktioniert. Und es gibt wohl auch derzeit Überlegungen, den staatlichen Gastronomiesektor in ein Genossenschaftsmodell umzuwandeln, was eben auch eine Umwidmung von oben wäre, statt halt den Kubanern erstmal den Genossenschaftssektor letztendlich die Ziele und den Gedanken dahinter zu erklären, in Seminaren die neuen Möglichkeiten letztendlich halt aufzuzeigen und dann abzuwarten, was da passiert. Ein großes Problem dabei ist immer, dürfen solche Genossenschaften frei importieren und frei exportieren? Das geht einher mit steigender oder fallender staatlicher Kontrolle. Das ist immer in Kuba traditionell seit vielen Jahren eine große Herausforderung gewesen, Unternehmen letztendlich mehr freie Hand zu geben. Und daran hat sich bis heute nicht sonderlich viel verändert. Das zeigt beispielsweise der Privatsektor, der ja in den letzten Jahren mehr Freiräume erhalten hat, aber eben nur in einigen wenigen Berufen und nicht flächendeckend. Das ist eine große Herausforderung für die kubanische Regierung. Man hat sich zum Privatsektor als Element innerhalb eines neuen Wirtschaftsmodells bekannt. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Hürden und sehr, sehr viel Kritik. Beispielsweise gibt es keine Großmärkte, wo sich beispielsweise Gastronomen oder private Produktionsunternehmen letztendlich mit Rohstoffen versorgen können. Das ist eine große Hürde. Es gibt halt auch immer wieder Probleme mit der Versorgung, sprich zu wenig Produkte auf dem nationalen Markt. In den letzten Wochen gab es, wenn es hierzulande Kuba als Thema gesetzt wurde, immer wieder die Frage, wird nun alles besser, wird zum Beispiel mit einem möglichen, nicht mehr vorhandenen Wirtschaftsembargo alles besser, wird Kuba, und das hat die Gegenseite in der Regel gefragt, denn vom amerikanischen Kapitalismus überrollt, oder droht gar ein Rückfall in Zeiten vor der kubanischen Revolution von 1959? Prognosen sind relativ schwierig, aber dennoch die Frage nach einer Prognose, wie wird es Kuba in den nächsten Jahren ergehen? Das ist Kaffee
Satz lesen. Die große Herausforderung ist, schafft es Kuba letztendlich ein Wirtschaftsmodell zu entwickeln, was einen integrativen Charakter hat für die Bevölkerung. Wir haben große Probleme seit relativ vielen Jahren mit der Abwanderung von qualifizierten Kubanern ins Ausland. Das lässt sich nur stoppen, wenn letztendlich die Perspektiven, die ökonomischen Perspektiven auf der Insel besser sind. Das ist eine große Herausforderung. Im letzten Jahr sind mehr als 50.000 Kubaner auf unterschiedlichen Wegen ausgewandert, teilweise legal mit US-Visa, oftmals illegal über die Ausreise über Ecuador und dann über Mittelamerika gen USA, wo die Kubaner im Gegensatz zu Haitianern, Mexikanern, Nicaraguensern, Hondurenern ein Bleiberecht haben und innerhalb von einem Jahr auch dann nach einem Jahr US-amerikanische Papiere beantragen können. Insofern ist es ausgesprochen attraktiv für die Kubaner, nach den USA zu orientieren. Das machen nach wie vor oftmals gut qualifizierte junge Kubaner und diese qualifizierten Menschen fehlen halt letztendlich auf der Insel. Das ist ein großes Problem. Wenn man das nicht ändert, beraubt man sich letztendlich der eigenen Zukunftsperspektiven. Das ist aber ein Problem, wozu sich die Regierung letztendlich noch wenig Konzepte entwickelt hat, weil dazu gehört ja eben auch mehr wirtschaftlicher Bewegungsfreiraum für Privatinitiative oder eben auch dieses Genossenschaftsmodell. Also wie man es dreht und wendet, Kuba muss sich letztendlich halt sein eigenes Wirtschaftsmodell neu definieren und so definieren, dass es integrativer und attraktiver wird. Das ist die Perspektive von Knut Henkel, Politikwissenschaftler, lebt in Hamburg, hat in Havanna studiert. Auch ein Anlass unseres Gesprächs an dieser Stelle ist, dass Fidel Castro am Samstag 90 Jahre alt wurde. Ich habe vernommen, dass er sich mal wieder der Öffentlichkeit gezeigt hat. Im Staatsfernsehen zumindest wird davon berichtet und es gibt auch Bilder, dass er bei einer Theatervorstellung ist. Letzte Frage für unseres Gespräch: Was für eine Rolle spielt denn eigentlich noch so eine Ikone wie Fidel Castro in der heutigen kubanischen Gesellschaft? Er wird von der älteren Generation oder vornehmlich von der älteren Generation verehrt als der Mann, der Kuba letztendlich auf der weltpolitischen Karte letztendlich sichtbar gemacht hat. Ich denke, dass er sehr stark dafür verantwortlich ist, dass die kubanische Identität doch sehr, sehr ausgeprägt ist, dass sich die Kubaner bewusst sind, dass sie eine kleine, aber eine Nation sind, die eine Geschichte hat und die eine Identität hat, die eine Kultur hat und die etwas anzubieten hat. Und Kubaner sind ausgesprochen selbstbewusst. Und das wäre, glaube ich, ohne die kubanische Revolution nicht unbedingt heute so, wie es ist. Auf der anderen Seite scheiden sich Maximo Leda, wie er lange Jahre genannt worden, die Geister, weil er eben einen Kurs vorgab, der die Bevölkerung und die Insel auch sehr stark kontrolliert hat, was nicht in jedermanns Interesse war. Und auf der anderen Seite hat das der Insel aber einen Grad an Entwicklung und auch einen Grad an Unabhängigkeit geschaffen, der zumindest in diesen Jahren in der Region beispiellos war. Also das kubanische Modell hat ja auch für viele Entwicklungsländer durchaus Strahlkraft gehabt. Das wird heute oftmals nicht mehr genannt, aber Kuba war in der Gruppe der 77 und auf der UN-Ebene ein sehr, sehr aktives Land und hat gerade im Bereich der Bildung und im Gesundheitssystem vollkommen neue Maßstäbe gesetzt. Das alles wäre wahrscheinlich ohne die kubanische Revolution nicht so passiert.